das Vergnügen mit dem Armin. Armin Kahr, er ist Keltologiestudent von der Universität Wien. Hallo. Das Thema von unserem nächsten Album namens Helvetius ist der Gallische Krieg. Wir versuchen, die Geschichte von diesem Krieg wiederzugeben, aus der Sicht der Helvetier. Was an sich natürlich nicht ein ganz einfaches Unterfangen ist, weil ja, wir wissen eigentlich nicht wahnsinnig viel über den Gallischen Krieg. Wir sind zum grossen Teil auch auf Cäsar seine Niederschriften in der Bello Gallico angewiesen. Mhm. Ja, was kannst du dazu sagen? Man darf beim Cäsar nicht vergessen, dass der Bello Gallico eigentlich so etwas wie eine Propagandaschrift ist. Also sprich, er hat in Rom Gründe dafür liefern müssen, warum er jetzt diese ganzen Kriegszüge nach Gallien macht, und beziehungsweise er hat auch eben das legitimieren müssen, und ich meine, das sind ja auch extrem große finanzielle Summen, die da fließen, und es ist wie heute, also wenn jemand einen Krieg führen will, dann muss er das irgendwie bei der eigenen Regierung rechtfertigen. Man darf nicht alles für bare Münze nehmen, was im Di Bello Gallico steht. Trotzdem, eben, wenn man sich mit dieser Geschichte auseinandersetzt, dann ist man zum grossen Teil ja auf dem Cäsar seine Niederschriften angewiesen. Wir versuchen halt auch alles mit einem entsprechend kritischen Blick anzuschauen, daher zu gehen. Vieles bleibt offen, vieles bleibt spekulativ. Wir haben einfach versucht, uns ein bisschen drin zu fühlen, drin zu denken und uns vorstellen, wie es hätte sein können. Die ersten zwei Songs vom Album eröffnet eigentlich die Geschichte und beschäftigen sich mit dem Stamm von der Helvetier selber. Und insbesondere der zweite Song mit dem Refrain gallischer Sprache, wo wir Übersetzung übrigens dem Armin zu verdanken haben, eigentlich eine Art Selbstdarstellung von der Helvetier, wie sie sich in dem kleinen bisschen, wo wir haben, in so einer Literatur, die sie erwähnt sind, präsentieren. Es ist nicht wahnsinnig viel überliefert. Meiner Meinung nach gibt es so diverse, zum Teil sehr marginale Randbemerkungen über die Helvetier, wo sie in meinen Augen recht stolz, vielleicht auch ein bisschen kindlich naiv wirken. Ja, wie du gesagt hast, der Cäsar stellt das so ein bisschen ja, als grösser wahnsinniger Raubzug dar. Es macht sie einfach besser, wenn du deinen Bürgern als Cäsar sagst, ja, da sind jetzt ein paar Barbarenstämme im Norden, die kriegen auf einmal Größenwahn und sind der Meinung, ihr angestammtes Gebiet ist ihnen jetzt zu klein und wir müssen erobern. Mhm. Ja, das macht es natürlich wesentlich besser als Grund, diese Stämme dann zu bekämpfen, genau. Als das sind ein paar arme Schlucker, ja, die im Norden in irgendeinem kalten Gebiet leben und die am Verhungern sind und jetzt auswandern müssen, weil sie einfach dort, wo sie jetzt leben, nicht mehr so weiterleben können. Genau, ja, also genau. Also ich denke, das ist eigentlich schon bereits der erste taktische Propagandazug von Cäsar war, dass er die Helvetier versucht, als Bedrohung eigentlich darzustellen. Ja. Ja. Was, eben, du nennst die wachsende Population. Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, das ist auch das, wo der Song ein bisschen darum geht. Die Helvetier sind zweifellos ein kriegerischer Stamm gewesen, haben aber auch gerade halt eben zu Cäsar immer wieder verlautet, dass sie den Krieg nicht wettet. Sie wollen einfach weg. Was ich mir vorstellen könnte, abgesehen von der wachsenden Population, ist, dass die Helvetier nach und nach in Bedrängnis geraten sind. Also man darf nicht vergessen, dass sie
auf der anderen Seite des Rhein zu eben hatten, wo immer mehr Raubüberfälle auf ehelwedisches Gebiet gestartet haben. Ja, also Cäsar erwähnte die Germanen, genau, die dann jenseits vom Rhein, glaube ich, ist das da, eben siedeln und ebenfalls immer wieder Übergriffe haben. Genau. Und meiner Meinung nach lässt es sich ein bisschen so, als ob er die Helvetier als Pufferzone, genau, missbrauchen würde. Genau. Weil wenn die jetzt auf einmal weg sind, ja, dann ziehen auf einmal die Germanenstämme, genau, nach, und dann ist zwischen dem Römischen Reich und die Germanenstämme eigentlich nichts mehr. Genau. Das denke ich mir auch, ja. Ja, und eben, das ist sicher ein Faktor. Wir haben es halt Germanen im Norden mit ihren Raubüberfällen, und man darf nicht vergessen, das ist vom Süden her kommt ein römisches Imperium, wo, ja, wo zweifellos das Land will ausweiten. Wie du gesagt hast, sind diverse Gebiete von Gallien bereits ehrlich eben vor Rom besetzt, erobert gewesen. Und halt eben auch gerade das Land, wo eigentlich direkt vom Süden, vom Südwesten direkt das Gebiet der Helvetier grenzt, ist eigentlich bereits eine römische Provinz gewesen. Und ich denke eigentlich, dass auch das mit dem Grund war für den Auswanderungsbeschluss der Helvetier. Könnt ihr mir jedenfalls gut vorstellen. Wenn du ein Gebiet hast, in dem du lebst, wenn du eine Heimat hast, und halt einfach von Süden und von Norden kommen irgendwie andere Länder, ja, ja, die deutlich ihren Anspruch eigentlich markieren, irgendwann, ja, wird es dir halt einfach unwohl. Und dann stehst du im Prinzip vor der Wahl, ja, okay, jetzt gibt es Krieg, oder ja, wir wandern aus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch mit das ein, ja, Grund für die Auswanderungs- oder für den Auswanderungsbeschluss von Helvetier eigentlich. Ich meine, wenn man sich geografisch anschaut, du hast Gebirgspässe, ja, und die Helvetier sitzen da in einem Gebiet, das rundherum von Flüssen oder Gebirg eingekesselt ist. Mhm. Also sprich, sie sind zwischen Hammer und Amboss. Du hast die Germanen und dann hast du das römische Imperium im Süden. Bin ich mir sicher, dass das mitunter ein Grund auch gewesen sein könnte. Ja, ich denke auch. Ja. Der erste Song beschäftigt sich mit dem Anfang des Auszugs der Helvetier. Und ja, wie du vorher schon gesagt hast, sie haben an dem Tag, wo sie, oder zu der Zeit, wo sie die Auswanderung gestartet haben, dafür gesorgt, dass sie hinter sich eigentlich nichts zurücklassen. Sie haben ihre Häuser niederbrennt, ihre Felder, überschüssige Ernte. Was kannst du aus wissenschaftlicher Sicht dazu sagen? Die haben auch Funde, sind auch Funde gemacht worden. Ja, also vorletztes Jahr in Wales war ich bei einer Grabung. Da haben wir ebenfalls Häuser gefunden, die mit verbrannten Steinen gefüllt waren. Also ist es offenbar vermutlich weit verbreitet gewesen, dass man einfach, wenn man sein Haus oder seine Heimat verlässt, dass man einfach es unbewohnbar macht. Das heißt, dass man es entweder niederbrennt oder, wie wir vermuten, in Wales damals wirklich Steine in die Häuser reinfüllt und dann das Ganze, den ganzen Haufen niederbrennt, um das Ganze unbewohnbar zu machen. Man kann da jetzt natürlich irgendwelche kultischen Handlungen interpretieren. Ja. Ist sicher legitim, aber wir sollten generell davon ausgehen, dass gewisse Handlungen, die wir uns nicht erklären können, nicht irgendwie religiös oder kultisch motiviert sind. Würde das Ganze einfach ein bisschen zu einfach machen. Danke, ja. Sie haben ihren Auszug gestartet, sind als erstes mal Richtung Genf gegangen. Ja. Und mit dem, was dort passiert und in den Tagen darauf, beschäftigt sich der nächste Song namens Meet the Enemy.
Ja, du hast es schon erwähnt, die Helvetier haben Genf angesteuert und haben dort ja, eine unerwartete Überraschung angetroffen. Ja, und zwar, wie sie die Helvetier auf dem Weg nach Genf gemacht haben, dürfte Cäsar irgendwie darüber informiert worden sein. Und das Erste, was er natürlich macht, ist, er reist nach Genf, sprich mit einem Haufen Soldaten im Gepäck, und lässt erst einmal die Brücke in Genf niederreißen. Das heißt, er nimmt die Helvetier mal die einfache Überquerung. Ja. Und nicht nur das, er lässt gleichzeitig auch das Ufer befestigen und hindert die Helvetier jetzt mal ganz konkret am Weitermarschieren. Obwohl er sogar hineinschreibt, dass die Helvetier eigentlich nur friedlich durchziehen wollten. Mhm. Also da macht er überhaupt keinen Hehl draus. Ja, die Sache ist allerdings die, dass Cäsar mit den Helvetier Rechnung noch offen hat. Nämlich, ich glaube Lucius Cassius ist das. Genau, ja. Den die Helvetier erschlagen haben. Und ja, da gibt er jetzt zuerst einmal, markiert jetzt zuerst einmal, wer da jetzt der große Hahn im Käfig ist. Mhm. Und sagt, nein, Jungs, so nicht. Mhm. Hier kommt es jetzt nicht weiter. Und als die Helvetier natürlich dann versuchen, trotzdem durchzumarschieren, ja, haben sie halt natürlich die ersten Verluste dann. Und sie müssen von dem ganzen Plan dann abziehen. Okay. Also man muss noch erwähnen, dass das Gebiet, wo sie haben wollen durchwandern, ist wohl das Gebiet von einem gallischen Stamm gewesen, aber von einem gallischen Stamm, der bereits ins römische Imperium ist eingliedert gewesen. Also sie haben im Prinzip der einfachste Weg, den sie haben wollen gehen, ist im Prinzip, wer hat die durch römische Provinz geführt? Ich glaube, Genf war zu dem Zeitpunkt noch nicht römische Provinz. Genf nicht, aber wenn sie nachher weitergelaufen wären, hätten sie durch ein kurzes Stück ja, römische Provinz durchwandert. Sie hätten sowieso nur drei Möglichkeiten gehabt. Das wäre Genf, das wäre über das römische Reich im Süden sowieso, genau. Und über einen ganz, ganz engen Gebirgspass im Gebiet der Sequana. Jetzt war der einfachste Weg eigentlich über Genf. Genau. Ja. Und den hat ihnen der Cäsar jetzt versperrt. Genau. So. Die Geschichte war dann so, dass die Helvetier eine Delegation von Adligen geschickt, um mit dem Cäsar zu verhandeln. Genau. Was dann passiert ist, man hat sie eigentlich abgespiesen mit der Aussage, dass der Cäsar bedenkt sind die Brüche. Also die Helvetier sind zum Cäsar gegangen und haben um Erlaubnis gebeten, durch die römische Provinz durchzuwandern. Und der Cäsar hat nicht gerade von Anfang an Ja oder Nein gesagt, sondern hat gesagt, er braucht Bedenkzeit. Ich weiß jetzt genau, nicht genau, wie genau, viel das genau, ist. Genau, genau. Ein Monat oder was? Oder ein Monat sogar, ja. Und ja, die helvetische Delegation ist zurückgegangen zum helvetischen Lager. Die haben dort in Genf halt in ihr Lager aufgeschlagen. Was niemand dort was vermutlich erwartet oder damit gerechnet hat, ist, dass der Cäsar in dem Sinn nicht wirklich Bedenkzeit gebraucht hat, sondern er hat Zeit gebraucht, um weitere Armeen aus Rom zu mobilisieren. Und das ist eigentlich das, was passiert ist. Also in dieser sogenannten Bedenkzeit, die hat der Cäsar eigentlich genutzt, um ja, sich zum Krieg zu rüsten. Ja, wir werden das später dann sowieso noch sehen, dass der Cäsar mehrmals die Helvetier hintergangen hat oder ganz feig eigentlich bekämpft hat. Nachdem die Bedenkzeit ist abgelaufen ist, ist der Helvetier der römische Bescheid überbracht worden und er hat gesagt, nein, ihr dürft nicht durch die römische Provinz durchlaufen. Die Helvetier haben das akzeptiert und haben den Beschluss gefasst, dass sie halt in den Norden gehen und eigentlich die römische Provinz umwandern. Was ein sehr viel schwieriger, längerer und mühsamerer Weg war. Aber eben, man hat einen Konflikt mit Rom aus dem Weg gehen und darum haben sie den Weg akzeptiert. Was dann passiert ist, die Helvetier sind in den Norden gegangen und haben müssen den Fluss, der heute auf französischem Gebiet liegt und Saône heisst, haben sie müssen überqueren. Sie sind aber bereits vom Cäsar und seinen Legionen verfolgt worden. Ich weiß nicht, ob sie sich das bewusst waren oder ob man das gesehen hat. Cäsar stellt es auf jeden Fall im De Bello Gallico so dar, als ob er so großherzig halt ist und der Meinung ist, naja,
dass da jetzt ein Streifen, ein Korridor entsteht, wo die Helvetier plündernd und brandschatzend durch Frankreich und das Gebiet eben dort marschieren, das kann er nicht zulassen, die ganze Bevölkerung, die tut ihm leid, die Hedua und was auch immer. Und so steht das mehr oder weniger da. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das wieder zu Propagandazwecken eben so geschrieben hat. Ich denke, so genau. Ja. Ja, eben, ich denke das auch. Eben, wie du gesagt hast, in seiner Schrift der Bello Gallica muss der Cäsar seinen Krieg irgendwie legitimieren. Und es ist, also das kommt auch recht klar immer wieder vor, dass er wirklich bemüht war, die Helvetier als Bedrohung für das Römische Reich darzustellen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, oder? Ich meine, die Leute, die das nachher gelesen haben, der Senat in Rom, die waren weit, weit weg von diesem ganzen Gebiet. Die hatten keine Ahnung, gehabt, wie Gallien wirklich aussieht. Oder? Die haben keine Ahnung von diesen Distanzen gehabt und so. Und wenn, die haben nicht können abschätzen, okay, Helvetier, die sind weit weg oder die sind ganz nahe. Oder? Und eben, ich denke, eben, auch wie also der Zug von Helvetia wird sehr stark als im Prinzip als kriegerischer Raubzug dargestellt. Und das ist eine Frage. Also, kann sehr wohl sein. Es kann sein, dass zum Beispiel Helvetia auch sich denkt, okay, hey du, es ist scheiße, irgendwie, dass die mit Rom anbandeln, wir wollen bestrafen für das. Irgendwie sowas kann sein. Aber grundsätzlich stellt sich schon die Frage, also wenn sie am Anfang von ihrer Reise klar verlauten lassen, wir wollen eigentlich nur durchwandern. Wir haben keine kriegerische Absicht drin. So. Und das soll sich dann plötzlich ändern, sobald sie im Gebiet der Hedua sind. Es stellt sich die Frage, wie fest dass man das wirklich glauben kann oder eben, ob das halt wieder einfach so ein taktischer Zug seitens Cäsar ist, das so darzustellen zu Propagandazwecken, zum Helvetier als Bedrohung darzustellen. Im Grunde macht der Cäsar ja nichts anderes, wie er wirft den Helvetiern das vor, was eigentlich das Imperium vor allem unter ihm stets gemacht hat. Ja? Sprich, einen Herrschaftsanspruch stellen auf irgendwelche Ländereien, ja? Beziehungsweise er wirft ihnen ja vor, mehr oder weniger aus Größenwahn einen Eroberungsfeldzug zu machen. Ja, was hat das römische Imperium gemacht? Ja? Die haben ein riesen Heer aufgestellt und sind auf einmal irgendwo einmarschiert. Ja? Genau. Also man muss das Ganze wirklich, also gerade in De Bello Gallico, mit einer gewissen Distanz sehen und vor allem ja, als Propagandaschrift sehen. Ja, und eben, was dann weiter passiert ist, was ich vorher vorgegriffen habe, also die Helvetier sind an den Fluss Saun gekommen, haben sie überqueren. Und dort ist es eigentlich zu der ersten richtig grossen Kriegshandlung gekommen. Was passiert ist, ist, dass die Helvetier zu 3/4 den Fluss bereits überquert haben. Und ein Viertel von der Helvetier noch am anderen Ufer war. Genau. Und das war der, wo halt der Cäsar die römischen Legionen angegriffen haben. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo das verbliebene Viertel am Ufer nicht kampfbereit war. Genau, sie in der Nacht. Genau, der sie Nacht. Sind eigentlich zur Nacht gekommen und haben die schlafenden, nicht kampfbereiten Helvetier im Prinzip runtergemetzelt. Das war ein Massaker. Es sind eigentlich so gut wie alle halt draufgegangen. Okay. Ja. Das Rechtfertigte, also sogar im Bello Gallico, indem man sagt, diese, also man muss, genau, man muss eben vorstellen, dass die Helvetier in vier Teile unterteilt sind, eben diese vier Viertel. Ne? Und die Leute von diesem verbliebenen Viertel, das eben noch auf dem alten Ufer, also das man nicht übersetzt hat, kampiert haben, die hat er eben dann angegriffen, ganz meiner Meinung nach feig, ohne Vorwarnung, in der Nacht hat er es massakriert. Und er legitimiert es damit, dass genau diese Leute bzw. die Familien damals eben schuld waren für den Tod von Lucius Cassius, der dann wiederum ja ein Verwandter vom Cäsar selber war. Genau. Und dass er dann sagt, okay, da hat er jetzt nicht nur dem römischen Reich einen Gefallen dann, indem er gleich mal ein Viertel der ganzen Helvetier niedergemetzelt hat, sondern er hat auch persönlich Rache noch genommen. Ja. Also er sagt das wirklich so explizit. Ja, genau. Und dann kommen ja die Anführer der Helvetier zum Cäsar und sagen, hey, pass auf Junge, du brauchst dem jetzt ja nicht rühmen, das war eine feige Aktion von dir. Ja. Und bieten ihm halt an, ja pass auf, wir siedeln uns dort an, wo du
uns hin willst. Das machen wir. Aber halt uns ja nicht auf, dass wir, oder hör auf, dass du uns irgendwie auf diese Art und Weise bekämpfst, weil wir haben dir schon ein paar Mal in der Vergangenheit eine mitgegeben, ja, eine verpasst. Und wir werden das wieder tun. Also bedenke die Tapferkeit der Helvetia, so schreibt das zumindest in, genau, Bello Gallico. Ja, und Cäsar antwortet dann ganz, ganz witzig drauf, nämlich, dass eben ja dieses Viertel damals den Lucius Cassius getötet hat und generell dem römischen Imperium sehr viel Schaden zugefügt hat. Und wenn sie sich da einer Schuld bewusst gewesen wären, dann hätten sie ja in der Nacht Wachen aufgestellt. Also sprich, er wirft ihnen vor, dass sie das vollkommen rechtmäßig erachten, dass sie damals eben Lucius Cassius, genau, getötet haben und so weiter, und sagt, ja, ihr seid selber schuld, so auf die Art, ja. Mhm. Und ja, genau. Ich finde es irgendwie schon ganz witzig, dass er überhaupt keinen Hehl draus macht, dass er total, ich sage jetzt einmal, unehrenhafte Taktik anwendet. Mhm. Ich meine, wahrscheinlich war es wirklich in Rom der Ehrbegriff auch weit nicht so geprägt, wie er es zum Beispiel den Helvetiern zuschreibt. Mhm. Weil sie sagen sogar, dass das eben feig ist, weil man auf die Art und Weise nicht kämpft, weil schon die Vorväter der, genau, Helvetier schon der Meinung waren, dass man mit Tapferkeit eine Schlacht gewinnt und mit Kampfkraft und mit Mut und nicht mit irgendwelchen hinterhältigen Aktionen. Mhm, genau. Ja, also eben, genau in dem Satz, Cäsar bringt dann auch das Schicksal noch mit ins Spiel, er tut das Ganze so ein als Gefüge der römischen Götter darstellen. Ja, genau. So. Aber das ist eigentlich so ein bisschen der Gegenstand vom Song Meet the Enemy. Das ist so eigentlich der Zeitpunkt, wo, ja, sage ich mal, römische Absicht oder römisches Verhalten der Helvetier gegenüber wirklich klar offensichtlich wird, auch klar demonstriert. Denn vorher hat man einfach noch verhandelt. Ja. Und das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo es ja eigentlich losgegangen ist, oder? Und ab dann ist eigentlich Kriegszustand, ja, in dem Sinn gewesen, ganz konkret, oder? Okay, mit dem, was anschließend sich ergeben hat, beschäftigt sich der nächste Song namens Neverland. Nach dem nächtlichen Überfall vor allem auf die nicht kampfbereiten Helvetier aus Saon, sind die Helvetier nachher weitergereist und die römischen Legionen haben sie aber verfolgt. Das hast, ja, du gesagt, in ja, die sind Abstand von 6 Kilometer. 6 Kilometer in etwa, genau, waren die Römer immer dahinter. Genau. Also so gerade halt, dass die Speer gewusst haben, okay, sie sind hinter uns. Ja. Und das war reine ja, reine Hetze eigentlich. Okay. Also kommt mir zumindest vor, dass sie eher, weil die Römer hätten ja jederzeit angreifen können. Ja. Ja. Aber das war eher so, ich will jetzt nicht sagen Pattsituation, aber es war einfach so dieser fast konstante Abstand von ungefähr 6 Kilometer, okay, die Römer immer hinter die Helvetier dann waren. Okay. Ja, was nachher passiert ist, dass die Helvetier haben die Stadt bei Brachte abgesteuert und haben sich dort verschanzt. Cäsar nennt auch Wagenburgen, wo sie dort hat das gemacht haben. Ja, das machen sie. Das ist gängige Taktik. Also das, genau, machen sie ja später dann auch bei, genau, den Schlachten, dass sie dann einfach irgendwelche Rammböcke bauen vor Ort mit Dach, dass die Leute, die das ganze Gerät ziehen, geschützt sind von den Bogenschützen, genau, und was auch immer. Also die stampfen das immer vor Ort irgendwie aus dem Boden. Mhm. Die sind einfach gedrillt. Ja, und das ist das, was noch passiert ist. Es ist wieder zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen der römischen und der helvetischen Armee eigentlich kommen in der Stadt bei Brakte, wo sich da erneut eigentlich zugunsten von Rom nachher ausgereiht hat. Und ich denke, für viele, und das ist auch ein bisschen das, was der Song widerspiegelt, für viele helvetische Zivilisten
ja, hat sich dann so das Schicksal wirklich definitiv gewendet, würde ich jetzt mal sagen. Also man muss sich vorstellen, es ist der ganze Auszug von der Helvetier ist ja nicht einfach in, das ist nicht eine riesige Armee gewesen, die mit dem Ziel immer hergegangen ist, sondern es war wirklich ein Volkszug gewesen, oder? Das sind Tausende von einfach Zivilisten, irgendwelche Geschäftsleute, Händler, Familien, Frauen, Kinder, Alte, alles war dort dabei gewesen, oder? Und es hat dort viele Leute, wenn man sich das zum Beispiel vorstellt, es hat vielleicht irgendwie junge Männer irgendwie gehabt, wo irgendwie in einem Geschäft tätig sind. Man darf ja nicht vergessen, dass nicht jeder junge Mann ein Krieger ist. Genau, eben, das ist das, was ich meine. Das hat vielleicht junge Händler gehabt, die die Vorstellung hatten, okay, wir wandern jetzt in das Santonenland aus und sich dort in eine neue Zukunft ausgemalt haben und so, oder? Und dort bei dieser Schlacht von Vibracte, die ist sehr klar von Rom gewonnen worden. Und ich denke, das war der Zeitpunkt, wo es dann wirklich klar war, okay, der Traum ist definitiv geplatzt, wir werden definitiv nicht ins Santonenland kommen und wir sind jetzt im Kriegszustand und that's it. Ja, der nächste Song, Rose for Epona, versucht ja, eigentlich so ein bisschen Gedanken oder Emotionen, die zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich bei vielen Helvetier vorhanden waren, auszudrücken. Das Lied macht das aus Sicht von einer jungen Gallierin. Man muss sich ja vorstellen, eben, sie war auf dem Auszug gewesen, die Helvetier. Hat vielleicht gerade eine Familie frisch gegründet, also irgendwie ein einjähriges Kind oder so. Und ja, hat sich da irgendwie eine neue Zukunft im Santonenland erträumt mit ihrer Familie und alles super. Und wie es so ist, also man macht sich Träume und Hoffnungen und alles Mögliche. Und ja, und jetzt passiert das, oder? Jetzt war die Schlacht bei Brachte gewesen. Irgendwie die Hoffnung ist ihnen, dass sie wirklich in das neue Gebiet kommen, ist ihnen geplatzt. Ihren Freund oder Mann, der ist vielleicht umgeholt bei der Schlacht in Vibracte und das ist, ihr Leben ist eigentlich mehr oder weniger ein Scherbenhaufen. Und der Song drückt das eigentlich in Form von einem Gebet an die Göttin Epona aus. Es hat in Gallien eben halt die Göttin Epona gegeben. Man geht davon aus, dass das eine Art Schutzgöttin oder Segensgöttin für Reiter war. So mit ja, Göttermutter teilweise sogar. Wie heißt es? Göttermutter. Genau. Man hat in einem recht grossen gallischen Gebiet so kleine Epona-Tempel eigentlich gefunden. Kleine Tempel, wo traditionellerweise die Epona in der Rose geopfert wurden. Und genau, das ist so der Gegenstand vom Song, die junge Gallierin in ihrer Situation. Ja, ist konfrontiert mit ihrem Leben als Scherbenhaufen und ja, verzagt. Sie zaudert mit ihrem Schicksal, ihrem Glauben und mit dem Sinn vom Ganzen und wendet sich an die Göttin Epona und klagt sie eigentlich an. Oder? Du hast es vorhin schon gesagt, dass man muss sich eben die junge gallische Frau auch als wirklich jung vorstellen zum einen. Also das war damals ein bisschen anders gewesen, wenn die eben vielleicht ein einjähriges Kind hatte. Sie wird nicht viel älter als ihre 16 oder so gewesen sein. Nein. Und ja, das heisst dann auch, dass sie eigentlich ja, primär ihr Leben bereits auf dem Auszug verbracht hat. Also wir sind jetzt ungefähr 52 vor Christus, 53 vor Christus, sprich, die sind jetzt unterwegs, ja, 5 Jahre. Da ist jetzt sehr großer Teil von ihrem Leben hat die junge Frau wahrscheinlich auf Wanderschaft, auf diesem Auszug verbracht. Ne? Genau. Also das finde ich eine sehr interessante Herangehensweise an diese ganze Geschichte. So wie was empfindet der Einzelne, jetzt gerade Helvetia bei dem ganzen Unterfangen, jetzt einmal abseits der ganzen faktischen Geschichte, die im Di Bello Gallico drin ist, wo das Ganze eigentlich relativ nüchtern als Kriegskampagne beschrieben wird. Ja. Also ich
finde ich eigentlich einen sehr schönen Ansatz von dem Ganzen. Ja, das ist auch ein bisschen der Versuch vom Song. Eben, ist natürlich vollkommen klar. Also, so Sachen sind zu 100% spekulativ, oder? Aber ich denke, wenn man sich mit Geschichten beschäftigt, ich denke, darf man halt nie vergessen, es sind immer halt einfach Menschen, es sind Leute wie du und ich, die das also, erlebt haben, die die Geschichte geschrieben haben letztendlich. Nur weil das jetzt 2000 Jahre her ist, ist es ja noch lange nicht, dass die Leute damals irgendwie anders drauf waren. Also man sollte eigentlich immer davon ausgehen, dass die Leute zu jedem Zeitpunkt der Geschichte so drauf waren wie jetzt. Mhm. Also sei es jetzt im Mittelalter, sei es im Barock, die Leute waren immer Leute. Genau. Ja? Und wenn man sich jetzt das vorstellt, dass man wirklich unterwegs ist, die Römer praktisch im Nacken, das, sag einmal, gelobte Land als Aussicht, die jetzt, sagen wir, zerstört ist, was geht da in dir vor? Genau. Also, man braucht sich die Frage als moderner Mensch einfach nur stellen, ne? Mhm. Weil Leid sind wir auch. Ne? Genau. Genau, ja. Und das ist eigentlich das, was der Song versucht auszudrücken. Ja. Der nächste Song namens Havoc beschreibt Vorgänge in Gallien, die in den nächsten anderthalb Jahren dann, oder eigentlich im nächsten Jahr passiert sind. Gerade anschliessend. Der Cäsar hat seine Feldzüge durch Gallien massiv ausgeweitet. Er hat Feldzüge gestartet nach Norden, ins Gebiet vom heutigen Belgien. Er hat dort gegen diverse gallische Stämme Krieg geführt. Ein Stamm übrigens praktisch komplett ausgerottet, ist in der Velu Gallica auch, also macht auch keinen Hehl daraus, es ist einfach so erwähnt. Die Feldzüge gehen weiter bis ins Gebiet von der heutigen Bretagne, kommt dann wieder zurück ins Gebiet vom heutigen Zentralfrankreich und so weiter. Das ist, also die römischen Feldzüge sind massiv ausgeweitet worden und es ist so ein bisschen, ja, wie praktisch ganz Gallien fast, hat angefangen, so im Chaos vom Krieg zu versinken. Was ich sehr interessant finde, oder ja, zynisch eigentlich, ist, es sind ganz klar eigentlich Eroberungsfeldzüge gewesen, oder? Und der Cäsar stellt das aber in seiner Niederschrift der Velu Gallica als sogenannte Strafexpeditionen dar für den Senat. Also er redet davon, zum Beispiel seinen Feldzug gegen die Treverer,